5% plus, um überhaupt mein Konto nicht nur ins Positive zu kriegen, sondern überhaupt immer erstmal die Verluste rausziehen. Deswegen ganz, ganz viele Verluste. Viele Leute kennen es bei mir aus dem Live. Einen schönen guten Abend, liebe Zuschauer. Herzlich willkommen zu einer neuen Webinar-Folge von The Trading Pit. Als heutigen Referenten konnten wir Trading Coach Sascha Finsterwalder gewinnen. Bevor wir aber gleich zu Sascha kommen, zeigen wir Ihnen den obligatorischen Risikohinweis. Sehr geehrte Damen und Herren, die Inhalte dieses Videos dienen ausschließlich der allgemeinen Information, der Unterhaltung und der Weiterbildung. Diese sind keine Empfehlungen zum Erwerb, dem Handel oder der Veräußerung von Finanzinstrumenten und somit keine Anlageberatung. Insbesondere können der Trading Pit die Gäste und Referenten dieses Videos nicht einschätzen, inwiefern die im Video gemachten Aussagen ihren Anlagezielen, ihrer Risikobereitschaft und Verlusttragfähigkeit entsprechen. Wer also auf Basis von Informationen aus diesem Video etwaige Anlageentscheidungen trifft, der trifft diese ausschließlich auf eigene Verantwortung und eigene Gefahr. Dies wiederum bedeutet, dass weder der Trading Pit noch die Referenten noch die Gäste dieses Videos für Verluste haften, die sie dadurch erleiden, dass sie Anlageentscheidungen aufgrund von Informationen, Inhalten oder Kommentaren bezüglich diesem Video getroffen haben. Was der obligatorische Risikohinweis somit war, womit ich einen schönen guten Tag Sascha sage. Hi! Einen wunderschönen guten Abend. Ja, ich möchte dem Risikohinweis noch etwas hinzufügen. Wenn ihr das Ganze nachmachen wollt, versucht das Ganze mal auf dem Demokonto und versucht mal, ob das Ganze nachher dann auch so umsetzbar oder ob es wirklich dann funktioniert, ob es dann für euch funktioniert. Ich kann hier immer nur auf das eingehen, was ich selbst handle, wie ich es selbst trade. Und deswegen ist es ganz, ganz wichtig, dass ihr das Ganze erstmal auf Demonstrationszwecken versucht. Cool. Vielen Dank für die Ergänzung. Sehr wichtig und sehr wertvoll. Bevor wir gleich ins Thema einsteigen, für die Leute, die neu sind, könntest du vielleicht dich in deiner Person und Werdegang so in ein, zwei Sätzen gerade vorstellen, bitte? Ich bin Sascha Finsterwalder. Ich bin jetzt seit über 20 Jahren hauptberuflicher Börsenhändler. Also ich mache nichts anderes als das. Ich bin so der Mensch, der gerne zu Hause in seinem Büro hockt und an der Börse handelt. Ich bin Familienvater von 3 Kindern. Und ja, also wie gesagt, ich glaube, ich kann, also für die freie Marktwirtschaft bin ich gar nicht geschaffen. Und ich bin wirklich, das Einzige, was ich mache, ist von morgens bis morgens meistens an der Börse handeln und danach meinem freien Lebensstil entgegengehen. Hört sich sehr gut an. Dann vielen Dank für die kleine Vorstellung und ich übergebe dir dann auch gleich das Wort und sage allen Zuschauern sowie auch dir viel Spaß beim Zuhören und beim Präsentieren. Bitte, Sascha. Dankeschön. So, ich wünsche allen einen wunderschönen guten Abend. Wir machen also Formen und Figuren Teil 2. Mir ist es immer wichtig, nicht nur die Analyse zu besprechen, sondern sind wir mal ganz ehrlich, ich glaube, wir haben Sprüche wie Verluste ausstoppen, Gewinne laufen lassen, wer hat sie noch nicht gehört? Ich bitte euch vielleicht heute einfach mal so ein bisschen im Chat mitzumachen. Wer kennt den Spruch, ja, Verluste müssen ausgestoppt werden und Gewinne laufen lassen? Und wie wenig Leute erklären euch, wie du das eigentlich machen musst? Ganz, ganz viele Menschen sagen dir vielleicht noch, wo die Einstiege sind, aber wie so ein Trade gemanagt wird, da kommen wir dann so ein bisschen an die an die Grenzen oder da kommen wir auch so ein bisschen an irgendwann mal an den Punkt, wo ich glaube, dass es viele gar nicht können, dass sie wirklich eine Position von vorne bis hinten managen können. Und hier kann ich wirklich nur auf meine eigenen Erfahrungen eingehen und hier kann ich erstmal nur von mir sprechen. Wir haben es gerade im Risk-Disclaimer gehört. Für mich funktioniert diese Strategie einwandfrei. Das heißt, ich lege mir Alarme in den Markt rein und wenn sie dann getriggert werden, ich setze sie dann immer ein bisschen höher, ja, dann komme ich an den Rechner. Hier auch nochmal ganz wichtig, wenn man in diese Richtung schaut, da sind 3 große Monitore und wenn ich in der anderen Seite sitze, also quasi in der Küche, kann ich immer so ein bisschen auf meinen Monitor gucken. Ich hoffe, dass ich es richtig ausspreche, der Rauben schreibt es gerade rein. Es wird immer gesagt, aber wenig an Beispielen konkretisiert. Und genau darum geht es heute, dass wir
meine Ansicht aus dem Ganzen rausnehmen. Sie ist sehr befremdlich. Viele kommen da auch nicht mit klar. Aber wir werden hier gleich drum besprechen, was zum Beispiel das auf sich hat mit dem, dass Verluste sofort bei mir rausfliegen. Es gibt bei mir die Faustregel, 2 Perioden. Und wenn diese 2 Perioden nicht abgearbeitet sind, dann kann der 1000 Punkte in meine Richtung laufen. Das interessiert mich nicht. Eine Position wird liquidiert, weil es ja immer so schwierig ist, dass wir dann auch irgendwann unsere Verluste wieder rausholen. Sind wir ganz ehrlich, wenn ich 1% Minus habe, dann brauche ich 1,1% plus, um überhaupt mein Konto nicht nur ins Positive zu kriegen, sondern überhaupt immer erstmal die Verluste rauszuziehen. Deswegen ganz, ganz viele Verluste. Viele Leute kennen es bei mir aus dem Live-Trading. Also ich trade von Dienstags bis Donnerstags immer live mit meiner Community zusammen. Das heißt, meine Bildschirme werden gestreamt, solange bis wir ungefähr das Tagesziel drin haben. Wir hatten da jetzt auch so leichte Probleme gehabt. Im Winterbereich rein. So, ich mache mal nochmal hier die Chats auf. Und ich würde sagen, wir switchen mal so ein bisschen rein. Wir haben die Analyse jetzt. Das heißt, wir haben Trendlinien besprochen. Wir haben Unterstützungsbereiche besprochen. Wir haben Fibonacci besprochen. Wir haben quasi den Trend, so wie ich ihn sehe, besprochen auf zweierlei Zeitebenen. Was meine ich mit Kosten? Also für mich, ich handle immer quasi einen festen, fixen Wert. Und mir ist das egal, ob ich nachher mit einer Position, ich sag mal, ob ich da jetzt 0,75% Gewinn mitmache oder ob ich da 1,2% Mitgewinne mache oder nur 0,3%, weil es halt so klein gewesen ist, sondern ich habe einen ganz, ganz festen Ablaufplan von dem Ganzen und meine Lots sind immer voreingestellt. Das heißt, ich rüttel da nichts dran rum. Ich weiß aber auch, wenn Trades zum Beispiel sich zu weit auffächern, dann kann ich die nicht mitnehmen, weil ich meine Kostenstruktur nicht einhalten kann. Wenn ich zum Beispiel den Dow Jones handel, ich muss mal eben mein Handy ausmachen. So, wenn ich zum Beispiel den Dow Jones handle, dann habe ich immer so ein festes Fixum, so eine feste Lot-Size. Und wenn ich merke, oh, die ist über 50 Punkte drüber weg, dann kann ich den nicht mehr handeln, weil das Ganze ist zu groß. Und ich komme auch gar nicht unbedingt mit meinem Zeitfenster dann ins Positive rein. Also ganz wichtig. Zum Thema Kosten im Auge haben. Also wenn man mich zum Beispiel fragt, Mensch, Sascha, was für Kosten hast du alles im Auge? Ich so grundsätzlich, da ich ja Mathematiker bin, grundsätzlich alles gutes Beispiel. Wir haben gerade nochmal drüber gesprochen. Wenn ich jetzt das ganze Jahr über zum Beispiel Gurken zum heutigen Preis kaufen würde, müsste ich 1.300 € im Jahr nur für Gurken bezahlen, 800 € für Tomaten. Das sind Kosten, die ich immer im Hinterkopf habe und das sind Kosten, die ihr euch unbedingt merken müsst. Natürlich jetzt nicht, was Gurken und Tomaten sind, sondern was eure Kosten beim Trading sind. Sind es 5 € pro Punkt? Wenn ja, wir haben ja meistens den Dow Jones Mini. Ich habe hier mal ein paar Trades von letzter Woche aus dem Euro-Dollar natürlich mitgenommen. Hab bitte immer die Kosten im Auge. Während es bei den CFD-Geschäften meistens ziemlich einfach ist, Euro-Dollar 10 € pro Punkt, Dow 1 € pro Punkt, im YM sind dann zum Beispiel 5 € pro Punkt, das dann hochzurechnen. Wenn du dann weißt, okay, wenn du hast zum Beispiel 20 Punkte Stop-Loss mal 5 €, kannst du x Kontrakte nehmen. Wenn du eine Strategie hast, die immer wieder abrufbar ist und du immer wieder die gleichen Arbeitsschritte machst, dann weißt du zum Beispiel, wenn du auf 3 Frames arbeitest, in welche Richtung du musst, weißt du immer, wie hoch deine Kosten sind. Jetzt kannst du natürlich so in etwa abschätzen, wie hoch muss dein Portfolio sein. Auch hier ist es immer ganz, ganz wichtig, dass, wenn ihr das so ein bisschen ausschmückt, ja, dass ihr genau diese Kosten, wie viel denn mein Stop-Loss getriggert wird, immer im Kopf, dass ihr die immer im Hinterkopf behaltet. Heißt im Umkehrschluss, wer meine Strategie nachhandeln möchte, natürlich bitte erstmal auf Demo, bis es wirklich funktioniert, muss schnell reagieren und er muss ultra schnell eigentlich agieren. Warum habe ich den Euro-Dollar heute mitgebracht und nicht den Dow Jones? Den Dow Jones ist der einzige Markt mit dem DAX zusammen und dem Nasdaq, ja, den ich im 1-Minuten-Chart handle. Wenn wir jetzt, ich habe gerade über 2 Perioden gesprochen, wenn ich sage,
alle zwei Trades, also wenn da zwei Perioden abgearbeitet werden und es kommt nicht das, was ich haben möchte, fliegt das Ding raus, so oder so, dann muss ich natürlich sehr, sehr schnell nachdenken können. In zwei Perioden kann natürlich sein, dass du nur eine Periode, also 60 Sekunden Zeit hast, um diesen Trade zu setzen. Und jetzt wird es ein bisschen kritisch, wenn er gerade sagt, Mensch, 60 Sekunden habe ich Zeit, um mich auf den Trade vorzubereiten, dann kann ich ja im Umkehrschluss teilweise nur 1 bis 5 Minuten haben, wo mein Trade überhaupt läuft. Und das ist die Wahrheit, also quasi hinter meiner Strategie. Sie zieht sehr viel Nerven raus. Man ist sehr wenig im Markt positioniert, also ungefähr 99% der Zeit bist du nicht positioniert und wartest, dass deine Trades dorthin laufen. In vielen Fällen ist es so, du kannst Positionen aufbauen, das wird auch noch kommen, aber erst in ein paar Monaten, sondern hier geht es wirklich darum, erstmal einen 1-1 abzuhandeln mit einer hohen Trefferquote. Wir haben über den Trend gesprochen, der Trend hat quasi eine 80%ige Wahrscheinlichkeit, dass er sich fortsetzt. Wir haben einige Märkte nach FIBO besprochen, hier haben wir eine sehr, sehr hohe Wahrscheinlichkeit. Jetzt weiß ich nicht genau, welchen Markt du nimmst, deswegen ist es hier wirklich wichtig, dass du dir da die FIBO-Level raussuchst. Ich hatte ja gesagt, im Pfund US-Dollar ist es zum Beispiel auch das 50er, das 23,6er. Im Dow Jones ist es das 50er, das 23,6er. Im Euro-Dollar sind es dann immer die Marken um 61 bis 66 und 33 bis 38,2. Hier nochmal eine sehr... Ups, Moment, ganz kurz. Jetzt kommt mein Sohn immer hier gerade an. So, dass du gerade im Bereich Euro-Dollar sehr, sehr oft zwischen dem 61,8er und dem 66er quasi reversal, so wie wir es hier gerade so ein bisschen sehen. Ich ziehe das mal ein bisschen hier runter. Also natürlich ist diese Bewegung zuerst da gewesen. Wir sehen hier sehr, sehr schön, dass es quasi immer wieder die gleichen Marken sind. Marken, die auftreten, sind meistens gleich. Warum ist es? Ich kenne keinen Händler, der das berufstätig macht und ich kenne sehr, sehr viele davon, die sagen, ja, nee, heute handle ich den Euro-Dollar und morgen handle ich den Pfund Schweizer und übermorgen handle ich den Dow Jones und übermorgen handle ich den DAX. Jeder Markt hat Eigenarten. Jeder Markt, den es quasi hier gibt, der hat so seine eigenen Segmente, die er immer wieder abarbeitet. Beim Euro-Dollar, ich handle ja immer nur aus der Korrektur heraus, sind es zum Beispiel die Muster um 61,8 und 66 oder auch, wenn wir eine sehr, sehr weite Korrektur haben, ist es 38, 2er und 33er. Eher untypisch sind hier 50er und 23,6er, das heißt, ich handle sie im Euro-Dollar nicht ab. Im DAO sieht das Ganze ein bisschen anders aus. Und jetzt kommen wir mal auf die alles entscheidende Kriegsfrage. Es wird immer gesagt und an wenig Beispielen konkretisiert. Wir haben drei Einstiegsmuster, die wir nutzen. Das ist einmal der sogenannte Punkt-2-Einstieg. Wer Michael Vogt zum Beispiel kennt, der weiß jetzt, was es ist. Gehen wir aber gleich noch ein bisschen drauf rein. Das ist quasi der klassische Trendaufbau oder die Bildung einer Korrektiven. Dann haben wir natürlich, so wie wir es hier sehen, zwar nicht fachlich 100%ig korrekt, den sogenannten Hammer und natürlich ganz, ganz wichtig hier das Bullish Engulfing oder hier in dem Fall das Bearish Engulfing. Wichtig ist, ich nehme nochmal ganz kurz einen Schluck zu trinken. Wichtig ist, dass ihr immer eure Analyse offen habt. Das heißt, ihr müsst immer Strukturen haben und Bruchpunkte, das ist ganz, ganz wichtig. Wenn ich zum Beispiel einen Rücklauf habe im 61,8er, dann möchte ich aus dem 61,8er quasi raushandeln. Ich male das hier mal eben so ein bisschen ein. So, und ich möchte an diesem Punkt erstmal wieder hoch. Was danach kommt, habe ich ja gesagt, das machen wir in ein paar Wochen. Hier ist es erstmal ganz, ganz wichtig, das Ganze zu üben. Ich möchte jetzt quasi aus diesem Bereich hier heraus, möchte ich quasi meinen Hammer in die Long-Richtung handeln. Und jetzt gehen wir das erste Mal mal ein Beispiel durch, wie wir das eventuell machen sollten, beziehungsweise oder auch nicht machen sollten oder wie ich das Ganze mache.
Ich setze immer und ich mache das nie anders. Ich habe meine Kerzenformation hier, also setze ich eine bei Stop oben drüber her, sobald der Kurs gegen mich gelaufen ist. Ich würde niemals irgendwie einfach reinklicken, sondern ich arbeite immer nur mit Stop-Order. Ich habe das mal so beigebracht bekommen und es heißt ja auch, gerade wenn du im Future-Bereich handelst, wenn du Position in den Markt reingibst, dann sorgst du für Liquidität. Wenn ihr bei The Trading Pit handelt, dann seid ihr am Future-Markt. Ihr müsst dem Markt Liquidität hinzufügen und dem das Ganze nicht entziehen. Jede Market-Order entzieht dem Markt Liquidität, die er eigentlich so dringend braucht. Wenn irgendjemand 5 Kontrakte durchhandeln möchte und er kann sie quasi in den Markt reinlegen, dann sieht die jeder andere Marktteilnehmer auch. Wenn ihr einfach so auf Kaufen oder Verkaufen klickt, dann entzieht ihr dem Markt die Liquidität. Das heißt, die ganze Position ist da nicht mehr. Ich weiß, erstmal total komplex für diejenigen, die noch keine Future-Kontrakte handeln. Gehen wir aber heute so im Tagesbereich nur ein bisschen drauf ein. Dann habe ich den nächsten Punkt, den ich immer mitsetze, ist mein sogenannter Hardstop. Also für mich, ich brauche immer einen Hardstop. Den setze ich hier drunter. Dieser Hardstop sollte zum Beispiel nicht mehr als 1% betragen. Ja, ich habe auch schon Trades gesetzt, die waren bei 1,1 und auch 1,2%. Gehe ich im zweiten Teil des Webinars hier auch noch ein bisschen drauf ein, warum das nicht ganz so schlimm ist. Viel mehr solltet ihr auf gar keinen Fall haben als 1,1 oder 1,2%. Ich habe gerade gesagt, halte die Kosten im Blick. Wenn du jetzt immer eine feste Voreinstellung hast, dann weißt du auch, okay, wenn ich zum Beispiel 10 Punkte habe, muss ich Summe X mitbringen bei dem Ganzen. Und du bildest im Kopf immer Routinen. Wenn du jetzt sagst, ich setze immer meinen Stop hier und das letzte Tief, ich mache das immer, ist die Routine ja auch da. Du hast deine Buy-Stop. In dem Moment, auch wenn der Kurs jetzt mal hier zurückläuft und der zieht weiter nach unten hin, bist du A nicht drin. Und wir kennen das, glaube ich, alle, dass die Korrektur manchmal extrem langwierig werden kann. Auch hier bist du nicht im Markt investiert. Und wer kennt das von euch? Man hat draufgeklickt, man ist drin, der Kurs läuft gegen dich. Und ja, auch ich bin da auch so ein Kollege von, man wird unsicher, läuft das ganze Ding. Und ich möchte bis heute wirklich noch den Trader sehen oder ich würde super gerne mal mit ihm zusammenhandeln bei demjenigen, der keinerlei Emotionen zeigt. Also ich kenne, wie gesagt, kaum einen Trader, der da einfach so ganz eiskalt davor sitzen kann und an gar nichts denken kann. Also für mich, ich setze immer eine Buy-Stop oben drüber her und gebe ihm 2 Perioden Zeit. Und jetzt wird es wichtig, dass wir genau dieses Einstiegssignal so rausnehmen und so filtern, wie wir es jetzt schon in den vorangegangenen Webinaren gelernt haben. Ich habe ja meine Analysen im Tag und in der Stunde gemacht. Das heißt, Tag und Stunde sind keine Handelsframes, die ich benutze, sondern jetzt gehe ich kleiner rein. Ich habe hier einfach mal den M15 rausgenommen. Wenn ihr bei einem CFD-Broker zum Beispiel seid, solltet ihr nicht da unten drunter gehen. Die Kosten sind so hoch beim CFD, dass sich das Ganze nicht lohnt. Kommen wir zum Thema Dow Jones oder auch dem YM. Hier sind die Kosten so niedrig, auch im Future-Markt, dass du im 1- und 5-Minuten-Chart wunderbar handeln kannst. Das heißt, du kannst den Tag, du kannst die Stunde nehmen und du kannst 1 und 5 Minuten nehmen. Hier hast du natürlich viel, viel mehr Einstiege, als du es im FX hast. Also, aber ich habe, wie gesagt, wir nehmen heute mal den FX-Markt rein, weil ich halt, wie gesagt, ein paar Trades hatte. Die kann ich halt immer nachweisen, auch so, dass ich sie morgens angesagt habe, dass sie dann abends funktionieren oder abends angesagt, dass sie dann morgens funktionieren. Das heißt, ich kann quasi A beweisen, dass ich sie vorher kommuniziert habe, was immer ganz, ganz wichtig ist bei unserem Segment. Und B kann ich es auch beweisen, dass ich selber durchgehandelt habe. Aber gut, lassen wir das Ganze. So, jetzt kommt es dazu, mein Trade wird ausgelöst. Ich warte, deswegen war der auch vorher gar nicht drin gewesen. Ich warte meine erste Periode ab, nach dem Fill. Ich warte meine zweite Periode ab. Und in dem Moment, wenn der jetzt nicht anfängt zu ziehen, schmeiße ich ihn raus. Die Gefahr, dass ich jetzt einen Verlust produziere, der ist viel, viel, viel zu hoch.
Damit erstmal zu dem Thema was gesagt, ganz, ganz wichtig, wenn mein Markt beim ersten Mal nicht zieht und bei der zweiten Kerze, die sich bildet, nicht zieht, Euro-Dollar ist da übrigens so ein Kandidat, für den das ganz gerne mal macht, dann schmeiße ich ihn raus. Wenn möglich, ziehe ich natürlich immer mein Break-Even ganz, ganz knapp ins Plus. Jetzt dürft ihr nicht wahllos irgendwelche Kerzenformationen mitnehmen. Wenn wir gerade sowas handeln, dann müssen wir drei Parameter unbedingt vorher gegeben sein. Der Kurs muss gegen uns laufen. Das geht nicht anders. Wir wollen ja mit dem Kurs wieder rein. Wir wollen ja mit in den Trend rein. Das heißt, ich sage als Faustregel für den Anfänger, guckt, dass ihr drei Kerzen vorher habt, die die Gegenfarbe haben und dass wirklich jeder Punkt dieser drei Kerzen tiefer ist als der vorangegangene Tiefpunkt, also diese hier. Wenn du schon etwas weiter bist, dann weißt du jetzt, wovon ich rede. Das heißt, wenn du jetzt zum Beispiel eine Kerze dazwischen hast, die blau ist, aber trotzdem einen Tiefpunkt bildet, gibt es ja auch, kannst du die natürlich auch als Rallye werten. Also ganz, ganz wichtig. Jetzt muss das Reversal einsetzen. Hier nehme ich entweder das Bullish oder Bearish Engulfing oder den Hammer, das reicht mir eigentlich völlig aus, oder den Trendbruch oder den Trendaufbau quasi nach oben hin. Das heißt, dieser eine Trade, der erst so aussah, als wenn er doch verloren ist, den kann ich halt später hier oben nochmal nachsetzen. Wir haben eine Bewegung, wir haben eine Korrektur. In dem Moment kommt natürlich das DSL hier unten drunter. Und das heißt, viel weniger Risiko bei dem Trend. Und jetzt muss ich nach Bruch dieses Punktes hier oben 1-2 Mal abwarten, kann hier meinen Trade auf den Break-Even-Point setzen und kann jetzt meine Position weiter nach oben laufen lassen. Wichtig ist, dass ihr diese Position am Anfang, wenn ihr das übt, immer beim 1:1 liquidiert. Was hat der Vorteil 1:1 plus Kosten? Wenn du eine hohe Trefferquote hast, verdienst du damit erstmal Geld. Das heißt, du kannst deinen Kopf darauf immer wieder trainieren, dass wenn die Strukturen, die Formationen einwandfrei angelaufen werden, dass du ein sehr geringes Verlustpotenzial hast. Was bringt uns eine Strategie, die eine Trefferquote hat von, sagen wir mal, 35%, aber ständig einen CRV von 1:4, 1:5? Du trainierst quasi deinen Kopf dafür, zu verlieren, um zu gewinnen. Ich kann das nicht. Und deswegen sagte ich auch am Anfang, es ist meine Strategie, die ich um 20 Jahre lang aufgebaut habe, nach oben hin. Es ist die Strategie, die für mich am sinnvollsten ist. Ich mag von meinem Kopf her am liebsten immer gewinnen. Ich weiß, das geht nicht immer, aber ich habe meinen Kopf darauf trainiert, mir nur Gewinnertrades zu suchen. Wenn wir jetzt zum Beispiel, wenn das ganze Ding nicht so aufgegangen wäre wie hier, sondern dass wir gesagt hatten, Mensch, wir lassen hier oben drüber rein, lassen die Position weiterlaufen und der läuft dann hier unten drunter her. Übrigens, wer jetzt Angst hat, dass er nicht mitkommt, wir gehen das gleich alles nochmal zum Ende Step by Step durch. Also ich habe ein paar rausgesucht und mache ein paar mit euch, nicht nur einen. Wir laufen jetzt nach unten hin. Ich würde niemals einen Trade, wenn er langsam und schleppend läuft, dann würde ich ihn niemals bis in den SL reinlaufen lassen, weil jetzt ist mein Verlust viel zu groß, als dass ich ihn jetzt so ohne weiteres wieder rausbekomme. Vor allen Dingen bei den Kontraktgrößen, die ich nutze. Ich gehe gerne mal mit 10 Lot zum Beispiel in Euro-Dollar rein. Ich gehe gerne mal mit 45 Lot in den Dow Jones rein, auch jetzt auf CFD-Basis. Oder ich handle gerne 5 bis 10 volle Standardkontrakte im Dow Jones. Da fängt das an, richtig teuer zu werden, wenn du solche Positionen gegen dich laufen hast. Was könnten zum Beispiel an Fehler passieren bei dieser Strategie? Und hier nehme ich mal einen raus, den ich so kommuniziert habe, wie ich ihn gemacht habe, ist, du wartest hier nicht die Rallye ab. Ja, ist jetzt gut gegangen, auch wiederum aus den Einstiegsbereichen heraus. Ich weiß, es ist nicht immer ganz so einfach, Fehltrades zu suchen, die halbwegs nach Regeln sind. Du stoppst dich hier oben ein. Setz deinen SL in dem Fall hier unten drunter, weil es ja die Kerzenumkehrformation ist.
Es ist, wenn du das in dein Training-Tagebuch einpflegst, ist es ein Fehler. Du hast vorher nicht, und das ist ganz, ganz wichtig, du hast vorher nicht die Rallye vorher. Ein Trade, den du gewinnst, aber nicht reproduzieren kannst, ist rein gar nichts wert. Ein Trade, den du auswerten kannst, der fachlich nach Regeln korrekt ist und ein Gewinner ist, kannst du immer wieder reproduzieren. Ein Trade, den du verlierst, der aber hundertprozentig nach Regeln gewesen ist und du diese auch nachweisen kannst, gehört halt zu dem Ausschlusskriterium, was wir haben, und nur an diesen kannst du lernen. Das heißt, immer dann, wenn du emotional handelst oder irgendwie versuchst, deine Strategie quasi, ich sag mal, aus dem Kontext heraus, ja, zu ballern. Das heißt, hier, ich sehe irgendwas, ja. Und in dem Moment handle ich das nach. Das ist nicht reproduzierbar. Das kannst du machen, wenn du einen Hauptjob hast und sagst, ja, ich kann einfach netto immer wieder einzahlen in mein Konto rein. Dann mag das alles wirklich funktionieren. Bist quasi ein Nettoeinzahler, hast ein bisschen dein Fun. Als vollberufstätiger Händler, und dafür steht ja Trading Pit auch, kannst du dir sowas nicht leisten, weil am Ende des Tages musst du zusehen, dass du dein Essen auf den Tisch bringst. Und du hast keine andere Option. Niemand da draußen sagt, ich zahle dich für Anwesenheit. Also für die Arbeitnehmer unter uns, die bekommen ja quasi Geld, vielleicht nicht allzu lange, nur wenn sie anwesend sind. Und dann gibt es die richtig guten Arbeitnehmer, die bewerkstelligen irgendwas in ihrer Firma, werden dafür bezahlt, was natürlich super ist. Dann gibt es die Chefs, wenn die sich um irgendwas nicht bemühen, haben aber sich ein riesengroßes Konstrukt drumherum geschaffen. Da wird auch wieder Geld reingebracht. Bist du ein alleinstehender Unternehmer, hast du natürlich gleiche, wenn du dich nicht bewegst, wenn du Fehler machst, verbrennst du Geld. Deswegen ist das so wichtig. Und ich glaube, ich habe jetzt hier so ziemlich jeden angesprochen, außer den Investor, der macht es natürlich ganz anders. Der sucht sich diese Sachen natürlich in einem sehr, sehr großen Zeitframe heraus. Red, den ich morgens natürlich angesagt habe, war, wenn wir stoppen uns hier oben auf der Beiseite ein, wenn wir hier unten nicht drunter gehen. Das ist hier nicht ganz ersichtlich, aber das Tief ist kurz unten drunter gewesen. Wichtig ist, dass wir immer über den Zonen einstoppen. Es gibt ja auch diese Trades, die dann zum Beispiel, ich kann die Analyse morgen nochmal neu machen. Das ist jetzt nicht so schlimm. So, ziehen wir mal eben. So. Es gibt ja diese Trades, die sind dann so, du kriegst deinen Einstieg, aber du bist quasi unter der Zone. Und hier ist natürlich wieder Gefahr ziemlich hoch. Du rennst nach unten hin rüber. Du fängst hier an, dass man die Stops fischt oder du wirst kurz eingestoppt. Läuft dann aber in die Gegenrichtung. Deswegen immer wichtig, die Marken, die wir rausgegeben haben, die Formationen, die wir rausgegeben haben, wir werden die noch um sehr, sehr viele Parameter erweitern, müssen die Einstiege immer, und das ist wirklich, wirklich wichtig. Ja. So, jetzt. Müssen die Einstiege immer quasi über diesen Zonen sein. Frage hier in die Gruppe, kommt ihr soweit mit oder ist es zu schnell? Wir werden am Ende noch 2, 3 Trades hundertprozentig durchgehen, was auch daran passieren kann. Aber ist das Tempo soweit okay? Oder sagt ihr, hey, mach mal bitte etwas langsamer. Ich will mir das Ganze aufschreiben und komme da jetzt gerade nicht ganz so mit. Ich würde mal eben eine Minute abwarten. Okay. So, jetzt hauen wir mal einen Trade raus. Also wir haben hier unten natürlich wieder eine Marke, die darf ich jetzt nicht rauslöschen, die muss ich nochmal erarbeiten. So, ich sitze davor, ich habe meinen Alarm sitzen, der quasi wird hier das erste Mal getriggert. Wir laufen eine Marke runter. Warum habe ich jetzt unbedingt diesen genommen? Es war ein Trade, den wir im Live-Trading gemacht haben, abends noch. Und wir haben auf den Bezi hier den ganzen Abend gewartet. Und deswegen ist er mir wirklich noch so im Hinterkopf gewesen. Wir haben Zonen immer wieder durchgenommen, also das 61,8, das ist ein 38,2er hier unten.
Wir wussten, eins der beiden Dinger wird als Katapult dienen. Der Trend musste sich fortsetzen nach oben hin. Ich gehe das nochmal ganz kurz hier. Das ist so, wir haben hier den Bruch nach oben hin, die sogenannte Alpha-Bewegung bekommen. So, natürlich ziehen wir den hier. Wir haben den, na, der sah bei uns ein bisschen anders aus, sage ich aber auch gleich noch irgendwas dazu. So, wir haben hier den Trendbruch nach oben bekommen. Die Bewegung nach oben hin hat sich noch nicht, also quasi dieser Trend hier oben hat sich noch nicht bestätigt gehabt. Das heißt, wir hatten einen ganz klaren Zielbereich. Wir haben abends zusammengesessen, ich nehme das hier mal hier als Ziel mit rein, und wir haben gesagt, okay, der Trend muss für uns, ja, für unsere Strategie, wenn ich sage, der muss sich fortsetzen, ganz, ganz wichtig, dann heißt es immer, dass wir nur in die Long-Richtung handeln. Wenn es für uns ein Muss ist, heißt das nicht, dass der Markt das muss. Das darf man nicht falsch verstehen. Sondern dass es ein Muss quasi für uns ist. So, jetzt gibt es einen, ich sag mal, einen anderen Broker hier. Ich weiß gar nicht mehr genau, wer es gewesen ist. Oder ich weiß es wahrscheinlich schon, kann es hier aber nicht gerade kommunizieren. Bei dem sitzt das Ganze ein bisschen so. Wir haben die abgewartet. Wir haben hier unsere Rallye nach unten hin gehabt. Das heißt, drei saubere rote Kerzen nach unten hin. Wir setzen hier in dem Fall unsere Buy-Stop auf der Oberseite. Wir haben den Rücklauf der Kerze, sieht man hier unten schön. Also wir kriegen da unten noch einen Rücklauf. So, und wir ziehen quasi in einem Schwung nach oben hin. Es war ein recht kurzer Trade, das meinte ich mit dem, ihr habt Trades, die landen halt sofort in Anführungsstrichen, im Take Profit oben drin. Aber wir haben hier die Umkehrformation bekommen, wir haben die Buy-Stop reingesetzt, alle Parameter waren dort und wir sind quasi sofort im Take Profit gelandet, nach oben hin. Das waren dann mal wieder solche Trades, die eigentlich recht schnell gehen. Wenn wir zum Beispiel, ich kann mal hier im M5, da habe ich nämlich alles drin, so, auf einen etwas anderen Trade eingehen. Und warum das so wichtig ist, sich an die Strategien zu halten. Wir haben, ja, und das war nämlich auch schon so ein bisschen anders dort drin. Wir haben hier unseren, hier ist er, unseren Punkt 2, das heißt 50er ist angelaufen. Ich habe ja gerade gesagt, Euro-Dollar funktioniert nicht so gut. Aber wir hatten hier eine Möglichkeit im kleinen, im 5-Minuten-Segment nach oben hin. Wir haben hier unseren sogenannten Punkt 2, den wir nutzen können. Auch hier sehr schön abgebildet. Soll ich mal so ein bisschen kleiner ziehen. So, nach oben hin. Also auch hier die Gegenbewegung von mindestens drei Kerzen. Also eine Rallye ist gegeben. Jetzt ziehen wir natürlich das erste Mal wieder mit nach oben hin. Wir kriegen eine bullische Kerze, wir kriegen einen Anstieg, wir kriegen einen dritten Anstieg. Das meinte ich übrigens gerade vorhin mit den, wer da schon so ein bisschen erfahrener ist bei dem Ganzen. Wir legen in dem Fall unseren Stopp hier unten drunter. So, und die sogenannten zwei Perioden und so, ich ziehe das mal ein bisschen. So, nee, Moment. Marc, bist du gerade da? Hör mir zu. Ja, ich bin da. Ich habe nur die Kamera einstellen müssen. Was mir gerade einfällt, doch FX Flat darf ich doch sagen, ne? FX Flat ist Partner von uns. Ja, also, okay. FX Flat hat ja etwas andere Kurse. Wenn du bei dir redest, darfst du das nennen. Ja, ach, das, ja, manchmal bin ich so, seht mir das ein bisschen nach. Aber ich mache keine, also im Normalfall keine Werbung für Broker. Außer bei Trading Pit, weil da finde ich das Konzept so genial. Also, wenn ihr das im Nachgang einzeichnet, bei FX Flat sieht es ein bisschen anders aus. Da ist zum Beispiel der hier unten ein bisschen höher und auch hier ist das ein bisschen schöner ausgearbeitet nach oben hin. Und die Kostenstruktur ist so gering, ja.
dass du das Ganze ziehst. So, wir haben den Auslöser, wir haben die 1. und 2. Periode nach oben hin. Du ziehst deinen Stopp Break-Even. Du kriegst nämlich hier nicht ganz dein 1:1 raus. Und hier ist es wichtig, wenn du merkst, hey, da sind noch 1-2 Punkte bis zu deinem 1-1 und du sitzt da wirklich vor, knippst die Position aus. Gut gemeinter Rat von mir, wenn du merkst, das Ganze läuft nicht. Das heißt auch hier, wir sind eingestoppt worden, wir hatten ungefähr 8 Minuten was bis oben hin. Kannst du dir gerne bei FXFlat raussuchen, dass es wirklich so schnell gegangen ist. Nimm deine Positionen raus. Lass, geh nicht her und sag, hey, ich vertraue darauf, ja, dass wir eventuell noch dies und jenes bekommen. Nein, mach es bitte nicht. Wenn wir uns ein anderes Beispiel angucken, hier zum Beispiel das 61,8er, auch gleiches Szenario. Wir haben natürlich unsere Bewegung nach oben hin. So, wie hier nach oben hin. Und er driftet komplett nach unten hinab. Das heißt, unsere Position musste gelöscht werden. Gleiche Position war zum Beispiel so in etwa hier gewesen. Da wirst du nämlich auch bei FXFlat finden. Das Ding ist ein bisschen tiefer gewesen. Ich will dem Broker nichts unterstellen. Für eine große Analyse ist er wirklich super. Allerdings muss ich sagen, dass ich hier gerade bei FXCM von den Schattenbildungen, die ich dort bekomme, manchmal irgendwie ein bisschen kurios ist, auch zu FXFlat heraus. Also auch hier, wie gesagt, sehr, sehr unsauberes Bild, sehr lange Schatten. Immer dann, wenn die Schatten nach oben hin und nach unten hin auftreten, nimmst du sie am besten nicht mit, sondern wenn du klare, saubere Kursstrukturen hast. Wie zum Beispiel hier, wir bilden einen Hoch, Hoch wird sofort abverkauft nach unten hin. Die Schattenbildung sitzt sofort auf der Unterseite, was ein sofortiges Bild eigentlich quasi gerade beim Euro-US-Dollar ist, für einen neuen Anstieg. Und wir sehen aber auch hier mehr als ein 1-1 ist da definitiv nicht gewesen. Und ja, wir haben die Position eigentlich nur im Break-Even beendet. Anders sieht es hier unten aus. Auch hier 1-2-3 nach oben hin. Also schön sauber nach oben hin. Wir lassen uns hier einstoppen und das Ganze geht sehr, sehr schnell. Auch hier wiederum in der Marke. Nicht unten drunter, es ist ganz wichtig. Jetzt kannst du natürlich so wie zum Beispiel hier oben, Bewegung, Rücklauf, kannst du nochmal eine Position nach oben hin durchsetzen. Leider durch meinen Hintergrund kann man das Ganze nicht ganz so sehen, wie ich manche Positionen, auch wie aggressiv ich sie durchhandle. Das heißt, in den nächsten Wochen und Monaten werden wir dich da ein bisschen mit befasst und diese Strategie wirklich magst. Wenn wir uns in den nächsten Wochen und Monaten so damit befassen, noch eine Position hinterher setzen und dieses klassische Pyramidisieren. Aber nicht so, wie du das bei YouTube oder anderen Quellen findest, immer im Minus nachzukaufen, sondern ich gehe wirklich her und sage, wenn ich hier oben mein Hoch habe, wenn ich hier oben meinen Zielbereich habe, weit nach unten hingelaufen bin, dann baue ich immer wieder Positionen im Plus nach oben hin. Und wenn du nachher den Genuss eines Echtgeldkontos hast, dann ist das natürlich, ich sag mal, mega angenehm. Am Anfang darfst du nicht so viel Prozent am Anfang machen, aber spätestens dann, wenn du dein Echtgeldkonto hier hast, dann ist Trading Pit natürlich immer sehr, sehr erpicht darauf, dass du damit schnell viel Geld verdienst. Dann könnte man es ja auch jemand anders geben. Und dann finde ich das eigentlich ziemlich klasse, sogar wenn du da Positionen immer wieder im Plus aufbaust und diese Positionen dann auch immer wieder absicherst. Aber bevor du diesen Weg gehen kannst, bitte geh immer beim 1:1 raus, bau dein Konto auf, warte auf Positionen, nimm wichtige Positionen mit, die zum Beispiel an Trendlinien sind, die in Fibonacci sind. Das wird übrigens jetzt ein Segment werden, von den Regeln her auch, die uns jetzt quasi eigentlich fast jede Session begleiten. So wie es am Anfang gesagt wurde, ganz wenig konkretisierte Beispiele. Das sind immer wieder, also ist mir ganz, ganz wichtig, das wird uns jetzt quasi in jeder Session einmal begleiten, dass wir uns angucken, wo haben wir mal einen Trade gemacht und wo kann der Sascha wirklich nachweisen, dass er den morgens kommuniziert hat und den mittags oder nachmittags auch gemacht hat.
bevor du weiterredest, ich würde, weil du sagst, dass die Trading Pit will, kurz darauf eingehen. Uns ist, denke ich, am wichtigsten, dass wir lange euch als Partner gewinnen. Das heißt, noch vor hohen Gewinnen steht bei uns Kontinuität an erster Stelle, ein gutes Risikomanagement. Deswegen machen wir das ja auch mit den Drawdowns. Diese Grenzen setzen wir, um einfach zu schauen, kann jemand sich auch eine feste Grenze von Verlusten setzen und kann dies auch einhalten. Von daher, klar, Gewinne sind schön, aber auch nur, wenn das Risikomanagement eine höhere Bewertung für uns hat. Das ist so der Hintergrund, wie Challenges bei uns gestrickt sind. Also die Drawdowns sind einfach wirklich, um zu schauen, da ist eine Autobahn, da fährt das Trading-Auto drauf und da ist links die Leitplanke der technische Drawdown und rechts die Leitplanke der Max. Und das Auto ist über die Autobahn zu lenken, ohne dass links oder rechts die Leitplanke tangiert wird. Das ist so der Hintergrund, warum wir in Challenges mit Drawdowns arbeiten. Aber jetzt habe ich dir genug Zeit und Wort geklaut. Danke, dass ich das kurz einwerfen durfte. Bleib bitte einmal ganz kurz da, weil genau das ist wichtig. Und deswegen haben wir genau diesen Tag auch wirklich so gestaltet hier. Und deswegen ist er so wichtig. Euch bei The Trading Pit sind doch drei Sachen am wichtigsten. A, dass die Schüler ganz genau wissen, was sie machen, ein reproduzierbares System haben und dass das ganze Ding auch wirklich funktioniert und der Händler dahinter ultra sicher ist bei dem, was er macht, richtig? Richtig. Zweite Sache ist, ihr wollt keine Händler haben, die ihr Risiko nicht im Griff haben und irgendwelche Positionen im Minus, also quasi verbilligen. Richtig? Richtig. Auch hier meine persönliche Empfehlung, verbilligen heißt tot. Richtig. Das ist zwar ganz krass ausgedrückt, ist aber so. Ich kenne keinen einzigen Coach, der sagt, verbillige. Also ich kenne nur Leute, die sagen, mach mal nicht. Ist auch meine persönliche Erfahrung. Doch, ich mache das manchmal, aber dazu will ich gleich was sagen. Es gibt ein YouTube-Video, erkläre ich das ganz genau. Und die dritte Sache ist, ihr wollt doch gar keine Langzeitinvestoren haben. Also wir wollen sicherlich nicht denjenigen, der sagt, ich kaufe mir heute Microsoft und in 10 Jahren ist die was wert, sondern die Obergrenze ist beim Swing-Trader halt. Weil nur so bekommt man ja auch eine entsprechende Rendite. Also wir reden ja hier wirklich von einem Börsenhandel und nicht von jemand, der investiert und sagt, ich lasse das jetzt mal liegen, sondern wir suchen Händler. Genau. Und zum Thema Verbilligen, ganz, ganz wichtig, ich mache das manchmal bei Aktien. Aber hier ist es ganz, ganz wichtig, wenn ich ein Einstiegsszenario einer Aktie sehe, das ist ganz, ganz wichtig, gehe ich allerhöchstens mit 30% Risiko rein von diesem Gesamttrade. Jetzt kann ich nach unten hin natürlich immer wieder zukaufen. Aber Vorsicht, das ist mein Langzeitportfolio für meine Rente. Das ist ganz was anderes. Und hier verbillige ich ganz, ganz klar, da habe ich auch nicht wirklich einen Stopp, weil das immer Geld ist, was ich am Monatsende über habe. Und mir sind auch schon 3, 4, 5 Aktien einfach auf Null gefallen. Und da gab es gar nichts mehr. Also wie gesagt, ganz, ganz wichtig, immer nur Risikokapital umschichten, welches Geld du einfach nicht brauchst, weil ich nicht viel von Immobilien halte, weil sie halt einfach immobil sind. Ja, und ich sag mal, es gibt ja wirklich keine Sicherheit. Das hat uns ja wirklich allen Wirecard zum Beispiel gezeigt. Das ist ein ganz populäres Beispiel, wo wirklich Wirtschaftsprüfgesellschaften mit einer guten Reputation gesagt haben, das ist ein solides Unternehmen. Und da haben ganz viele Menschen verbilligt, wo gesagt haben, hey, hallo, hier, digitaler Handel, Zukunft, Mensch, das ist eine Chance, da kann ich einsteigen. Und ja, wir wurden eines Besseren belehrt. Heute sind sie nicht mehr im DAX drin und auch da zeigt, also es gibt immer noch ein Restrisiko, egal was die Informationslage sagt. Das sollte jedem bewusst sein. Ich habe sie nie gekauft. Ich habe von vornherein gesehen, dass die Zahlen nicht passen können. Wie können die 15% der ganzen Wirtschaft besitzen? Das war mir total, keine Ahnung. Ja, gut, aber wir schweifen ab. Ich würde sagen, ich lasse dich mal wieder ins Thema einsteigen und danke dir für das kleine Intermezzo, das ich zwischendrin halten durfte. Genau, so und jetzt einmal für euch ganz langsam, ganz in Ruhe. Wir gehen jetzt einmal Schritt für Schritt durch, dass mir in jedem anderen nachrangigen Webinar nie wieder irgendjemand sagen kann,
Ja, aber heute setzt du deine Regeln so auf und morgen sind sie ein bisschen anders, weil, wie gesagt, ich habe sie seit Jahren, seit Jahrzehnten oder seit einem Jahrzehnt benutze ich sie genau so, wie sie sind. Und mir ist halt immer ein Anliegen für denjenigen, der es jetzt mitschreiben möchte. Das Erste, worauf ich gucke, ist, habe ich eine Rallye gegen mich? Mindestens 3 rote Kerzen, wenn es für die, die etwas weiter sind, wenn es 2 sind und eines exponentiell groß, ist das auch okay. Sonst, wenn du am Anfang stehst, am besten immer wirklich gucken, dass du 3 rote Kerzen hast. Dann möchte ich entweder eine Bewegung in meine Richtung haben, einen Rücklauf und gehe dann quasi in den Punkt 2 hinein. Das ist dann so, wir laufen nach unten hin. Hier oben ist der Hochpunkt gewesen. Ich kriege dann jetzt das erste Zucken nach oben hin, kriege den Rücklauf. Der Rücklauf nimmt das Tief hier nicht raus. Ich habe hier am besten irgendwie eine schöne Marke oder muss aber auch nicht hundertprozentig sein. Gehe jetzt in meine Buy-Stop rein, nach oben hin. Wichtig sind, dass du hier immer die 2 Perioden einhältst. Eine andere Möglichkeit ist, ich habe die Rallye gegen mich, 3 rote Kerzen, wir kennen das schon. Und jetzt bekomme ich das Reversal. Das heißt, die 4. Kerze kann zum Beispiel jetzt das Engulfing komplettieren. Das heißt, das Engulfing, die sogenannte größere Kerze zu dem vorherigen, ja, kann die 4. sein oder halt die Hammerkerze. Die muss jetzt aber unbedingt auch ein neues Tief bilden, wenn das Engulfing das nicht macht. In allen Fällen warte ich jetzt nochmal einen ganz kurzen Gegenlauf ab und setze immer mit einer Buy-Stop rein. Wir haben gerade gelernt, wir wollen immer dem Markt Liquidität hinzufügen. Gerade bei The Trading Pit ist das ganz, ganz wichtig, dass wir unsere Positionen veröffentlichen. Das ist ultra wichtig. Wir setzen immer, sobald wir entweder drin sind oder aber, wenn wir die Tools haben, immer sofort einen Stop-Loss. Das heißt, entweder unter die Formation oder unter das letzte Zucken hier drunter. Jetzt nach Auslösen warte ich 2 Perioden ab. Wenn ich in 2 Perioden nicht laufe, muss ich Break-Even ziehen oder den Trade liquidieren. Bin ich an 70% der Laufgeschwindigkeit angekommen, das heißt zu meinem 1 zu 1, muss ich auf jeden Fall Break-Even setzen. Hier wächst das Risiko gigantisch schnell nach oben, dass der Kurs dort umdrehen kann, wie wir es in dem einen Beispiel gesehen haben. Auch hier muss ich jetzt schnell Break-Even sein. Bist du noch ganz am Anfang? Bitte geh einfach raus. Wenn du merkst, okay, der zieht nicht schnell, geh raus. Fang erstmal deine Konten dann aufzubauen. Du kriegst im Normalfall, wenn du 1 bis 2 Märkte hast, kriegst du im Normalfall jeden Tag 3, 4, 5 Einstiege. Die sind da. Von Dezember bis Februar waren da jetzt nicht so viele nach der Strategie. Jetzt sehen wir aber wieder alles. Beim 1 zu 1 liquidierst du bis zum jetzigen Punkt das, was ich gerade sagte, mit Positionen extrem im Plus aufbauen. Bitte immer noch für den Hintergrund behalten, also für diejenigen, die jetzt schon viel, viel weiter sind, die wissen, ah, okay, da kommt was. Mir ist es wichtig hier, gerade bei The Trading Pit, dass wir auch auf Sicherheit gehen, wie ich das gerade schon sagte, nicht im Verlust, nicht unendlich laufen lassen, nicht mit zu kleiner Positionsgröße reingehen und danach kommst du dem Ziel nicht nahe. Das heißt, Stops irgendwo setzen, die, was weiß ich, gigantisch weit weg sind. Das ist mir halt ein Anliegen und dass du wirklich diese Regeln, das kriegst du ja auch nochmal auf YouTube, dass du genau diese Regeln immer einbehältst. Und wenn du die jetzt reproduzieren kannst und oft genug geübt hast, dann wirst du ganz schnell merken, dass du ungefähr eine Trefferquote hast, die irgendwo so zwischen 80 und 87% ist. Das reicht, du hast aber nicht die großen Gewinner damit bei. Das ist ganz, ganz wichtig. Ich setze meine Strategie viel, viel mehr auf Gewinner als auf den Gewinn, weil es für mich reproduzierbar ist. Wenn wir weite Läufe haben, dann können wir immer mit einem geringeren CRV arbeiten. Das heißt, wir brauchen weniger Trefferquote. Ich brauche bei meiner eine extrem hohe Trefferquote im Umkehrschluss, aber auch immer sehr, sehr schnelle Märkte. Wenn du jetzt vorhast,
das Ganze auf Aktien zum Beispiel anzuwenden, im 1-Minuten-Chart, das wird so nicht funktionieren. Du brauchst immer sehr, sehr, sehr schnelle Märkte. Nasdaq, S&P, Dow Jones, meinetwegen den Euro-US-Dollar. Ich versuche ja hier alle so ein bisschen mit zu bedienen. Ich weiß, es gibt einmal auf der einen Seite gibt es ja den FX-Markt, der angeboten wird, und auf der anderen Seite nur den Future-Markt. Deswegen hier einmal auch nochmal ganz kurz auf die FX-Märkte eingegangen. Ich werde das jetzt auch mal so ein bisschen unterteilen. Was wir aber auch machen werden, ist so langsam jetzt mal Analyse in einen Kontext mit Signale zu setzen. Das eine ist eine Analyse, das heißt, es gibt mir die Richtung vor, wo ich handeln darf und wann ich und wo ich handeln kann. Und auf dem anderen Punkt, das, was wir heute gemacht haben, ist, wir müssen ja auch mal handeln. Das heißt, wir müssen jetzt eine feste Abfolge haben. Rallye abwarten, Buy-Stop reinsetzen, SL reinsetzen, Take-Profit reinsetzen, den Trade auch zu managen. Das war so heute der erste Punkt von dem Ganzen. Ich hoffe, ihr seid da so ein bisschen mit klargekommen. Ich habe das versucht, einfach und simpel zu erklären. Jetzt geht es für uns so ein bisschen in die Übung rein. Das heißt, für mich jetzt, wie gesagt, dass ich alles immer wieder wiederholen werde. Nicht jeden einzelnen Step, das heißt, wir machen immer wieder neue Sachen. Aber die Herangehensweise, wie ich Trades mache, wo ich sie mache, werde ich jetzt immer wiederholen. Das heißt, auch das sogenannte Trade-Management, was dahinter sitzt, wo ja immer nicht oder was nicht so konkretisiert wird, das habe ich halt so weit standardisiert, dass es unter absolut festen Regeln ist. Und das wird quasi jetzt immer und immer und immer wiederholt. Wenn es jetzt noch Fragen gibt, haut sie bitte unten in den Chat rein. Ich beantworte auf jeden Fall noch alle Fragen, die ihr habt, bevor ich den Raum verlasse. Ist mir ganz wichtig, gerade bei so einem heiklen Thema. Was zum Beispiel wir beide machen könnten, wären die Leute, die Fragen in den Chat schreiben. Sascha, du hast ja auch verschiedene Kanäle, wo man auch Infos von dir bekommen kann und auch eine Homepage und einen YouTube-Kanal. Könntest du das vielleicht den Leuten, die dich noch nicht kennen, gerade mal kurz vorstellen, während der Chat genutzt wird? Genau, also ich bin Sascha Finsterwalder. Ich habe einen YouTube-Kanal, strategischer Börsenhandel. Ich habe aber auch eine Telegram-Gruppe, wo ich es mir so ein bisschen zur Aufgabe gemacht habe. Soll jetzt nicht abgedroschen klingen, aber ich weiß, viele Menschen haben Probleme und ich weiß, noch viele Menschen da draußen meinen es nicht gut mit euch. Und ich habe zum Beispiel auch so einen ganz kleinen Börse-Grundkurs, den gibt es dann ab nächste Woche wieder. Der kostet entweder, ich glaube, in der ersten Woche 1 Euro, dass du den angucken kannst, im Nachgang irgendwie, ich glaube, 47 oder sowas, roundabout. Und ich gucke aber auch, wenn ich Schüler da drin habe, die sagen, hey, ich habe da Probleme bei, gucke ich auch gerne immer wieder drüber, werte das Ganze mit aus. Ich habe hier auch nochmal einen kostenlosen YouTube-Kanal. Also wenn du jetzt zum Beispiel gerade dir die Frage stellst, hey, Börse, ist das überhaupt was für mich? Dann wirst du in dieser Telegram-Gruppe, wirst du ungefilterte Antworten bekommen. Wenn du zum Beispiel sagst, haben wir jetzt gerade gehabt, ich habe mir 10.000 Euro als Kredit aufgenommen und möchte damit handeln, wirst du definitiv kein Schüler werden von uns. Weil es die erste Regel gleich oben ist, wir nehmen keine Menschen auf, die Kredite hatten. Also haben wir ihnen was geschenkt, aber das ist erstmal nachrangig. Also ich habe es mir wirklich zur Aufgabe gemacht, gerade den Menschen zu helfen, die entweder auf der einen Seite sehr, sehr viel Geld verbrannt haben oder auf der anderen Seite überhaupt nicht wissen, was sie machen müssen. In meinem YouTube-Kanal habe ich ein Video die Woche, das kommt immer dienstags, und alle 14 Tagen habe ich so eine Question and Answer damit bei. Du hast Probleme an der Börse, schick mir deine Charts oder schick mir wirklich ein paar Bilder, wo du Probleme hast. Ich gucke mir genau das an und gibt es dann auch in meinem YouTube-Kanal dann wieder abends. Das heißt, dass wir zum Beispiel Trades von vorne bis hinten besprechen. Wo ist zum Beispiel ein Fehler gewesen? Wo ist ein Fehler nach meiner Strategie gewesen? Und sonst haben wir halt, wie gesagt, eine sehr, sehr große Schülergruppe. Mit denen trade ich 3-mal die Woche live. Cool.
Jetzt habe ich gesehen, du hast mir da schon einen Link und den anderen Teilnehmern, die es live zuschauen, in den Chat geschickt. Das kommt ja später auch auf YouTube. Das heißt, da ist der Chat dann nicht mehr sichtbar. Kannst du das vielleicht gerade noch für die Leute, die später auf YouTube sehen, so irgendwie auf den Bildschirm drauf zaubern? Gäbe es da eine Möglichkeit? Ja, natürlich. Moment. Cool. Die müssen das nur einmal dann abtippen. Sonst strategischer Börsenhandel auf YouTube finden, unter jedem Link steht es drunter, weil ich halt, wie gesagt, mich hat es immer maßlos angekotzt, dass so viele Leute immer erst Tausende von Euros haben wollen, obwohl du gar nicht weißt, ob die Börse überhaupt was für dich ist. Und deswegen habe ich mir, wie gesagt, auch zu Menschen, die zu uns kommen, immer gesagt, hey, let's go, lass uns da erstmal gucken, ob es überhaupt was für dich ist. Also ihr findet außer dem Börse-Grundkurs keins meiner Produkte irgendwo zum Kaufen im Internet. Das hat nichts damit zu tun, dass ich sie nicht verkaufen möchte, sondern weil wir erst gucken müssen, ob du geeignet bist dafür. Ich habe da noch so ein paar Sicherheitsmechanismen, die für die Schüler sind. Da habe ich noch eine interessante Frage. Wie viel Performance kann man im Jahr ausgehen, wenn man jeden Tag tradet? Also bevor der Sascha eine Antwort drauf gibt, meine persönliche Erfahrung ist, da gibt es keine pauschalen Sachen, die man treffen kann, weil das Volumen am Markt ist vergleichbar wie mit dem Wind auf dem Meer. Es gibt Tage, da ist es stürmisch, da geht das Boot ganz schnell voran. Es gibt aber auch Flauten, so klassisch das Sommerloch. Da passiert so gut wie gar nichts. Und dass man so pauschal sagen kann, ja, als Trader verdienst du so und so viel, habe ich doch nicht erlebt. Also es gibt viele Leute da draußen, die gerne sagen, ja, bei mir verdienst du mindestens so und so viel Prozent oder ich habe in den letzten Jahren so und so viel verdient. Aber das ist, wenn man aber googelt, das ist der Spielerfehlschluss, so heißt das. Gebt einfach mal in Google ein, Trading-Psychologie, Spielerfehlschluss. Viele Trader gehen davon aus, nur weil das die letzten 1, 2, 3 oder 4, 5 Jahre so war, es muss auch im nächsten Jahr so sein. Aber keiner kennt die Zukunft, keiner hat eine Kristallkugel, keiner weiß, wie das nächste Jahr wird. Und deswegen, also wenn da jemand da draußen sagt, pauschal, ja, bei mir machst du 20% im Jahr mindestens, das ist zwar schön, aber in meinen Augen nicht seriös. Wie siehst denn du das, Sascha? Okay, ich nehme ein paar Beispiele raus. Also, wir fangen mal an mit den, hast du zum Beispiel ein 150.000 Euro Konto, dann kannst du eine Performance im Jahr nicht rechnen. A, was bringt dir das, wenn du jeden Tag handelst und kein Geld rausziehst? Wovon möchtest du das Ganze ja leben? Was möchtest du dir leisten? Womit möchtest du deinen Drang befriedigen, überhaupt Trader zu sein? Niemand geht umsonst arbeiten. Absolutes No-Go. Das Zweite ist, ich habe Trader gehabt bei mir, die sind im Jahr auf 1380% gekommen und haben danach ein halbes Jahr Burnout gehabt. Die hatten aber auch vergleichsmäßig kleine Konten gehabt. Ich hatte Trader, denen reichen zum Beispiel 200, 300 Euro pro Tag. Jetzt merkst du gerade, dass die Spanne sehr weit auseinander ist und dass nicht du dich fragen solltest, wie viel Performance kannst du von im Jahr ausgehen, wenn du jeden Tag tradest, sondern wie viel brauchst du und wie viel musst du machen. Und zum Zweiten, nimm dir mal 4 Wochen zum Beispiel unbezahlten Urlaub und schau vor allen Dingen, ob du mit dem Druck klarkommst, ob du das Ganze reproduzieren kannst. Das ist nämlich ein Knackpunkt, wo wie viel Performance oder mit wie viel Performance kann ich im Jahr ausgehen, ist die absolut falsche Herangehensweise meiner Meinung nach, sondern was brauchst du, was musst du haben und vor allen Dingen bist du dem Druck gewachsen dahinter. Sind wir ehrlich, mit 500 Euro, 4 Wochen Urlaub, 4 Wochen, 6 Wochen ungefähr, ja, und spielst das Ganze mal durch. Du wirst nie wieder so günstig die Möglichkeit haben, außer hier, das Ganze zu reproduzieren am echten Markt. Aber du lernst jetzt, wie hoch ist dein Druck. Vor allen Dingen brauchst du jetzt unbedingt eine reproduzierbare Strategie. Wenn du jetzt zum Beispiel mit, ich sag mal, 30.000 Euro im Monat verdienst, dann wirst du nicht mit 3.000 Euro im Monat klarkommen.
Wenn du aber unterm Strich jetzt vielleicht nur 1.500 Euro im Monat netto hast, dann sieht das Ganze ein bisschen anders aus. Also hier wirklich Performance, Prozente kannst du so nicht sehen, weil dein Konto nicht anwächst. Du brauchst irgendwas, mit dem du leben kannst, Geld, was du umschichten kannst, wie du diversifizieren kannst, das, was Marc halt auch gerade sagte, irgendwelche Gewinne sich schön und hoch zu rechnen. Mag alles funktionieren, aber kriegst du den Druck dann nachher auch stand? Kannst du das ein Jahr machen? Ich kenne kaum einen Trader, der ein Jahr lang am Stück jeden Tag durchhandelt. Ich brauche im Jahr 2x 6 bis 8 Wochen Urlaub. Das ist ein sehr guter Punkt. Und ich sehe den Druck auf beiden Seiten. Der Druck ist einmal da, wenn du viel handelst, weil du hast dann Stress, du hast entweder viele Positionen oder hohe Lottzahlen. Beides bringt dich wirklich zum Schwitzen. Du fühlst dich, also es gibt Leute, die handeln hohe Lottzahlen, ja, weil es ihr eigenes Geld ist als institutioneller Händler. Bei meinem eigenen Geld habe ich, sobald es um ein bisschen was ging, immer noch heute geschwitzt. Und auf der anderen Seite hast du genauso Druck, weil wenn du kein Volumen im Markt hast und sich gerade nichts bewegt und du denkst, oh Mist, ich muss jetzt unbedingt handeln, ich muss Geld verdienen, dann machst du nämlich gegebenenfalls Trades, die du gar nicht machen würdest normal, nur damit du handelst und machst dann auch Fehler. Also der Druck ist bei beidem da. Sowohl wenn du sehr viel handelst, wie auch wenn du gerne handeln möchtest und kannst es gerade nicht. Ja, ich kann mal gucken. Ja, ich habe in diesem Jahr alleine 223 Trades gemacht. Und das Jahr ist ja noch recht jung. Ja, ich könnte... Brauchst du nichts dazu veröffentlichen. Wir glauben dir, dass du handelst. Moment. Ich gucke ja gerade, von diesen 223 Trades sind 160 im Break-Even gelandet. Ich hatte gerade mal eben ausgewertet, wie viele Break-Even-Trades da drin sind. Es ist aber halt, Break-Even ist kein Verlust. Nee, aber halt auf Netz, wo du gewinnst, ne? Natürlich nicht. Ja. Also veröffentlichen wollte ich hier eh nichts, weil da halt überall so meine Namen und meine Nummern drinstehen. Ja, das ist gut, ja. Nee, aber sag mal, das sieht man ja mal von so viel Trades, eine hohe Prozentzahl Break-Even. Das heißt, in der Zeit hast du ja gearbeitet, aber nichts verdient. Ne? Richtig, ganz genau. Ja, ja. Und wie gesagt, ich lasse ja jeden Schüler, wenn er fragt, lasse ich ja bei mir reingucken. Der kann ja ganz offen meine Performance nachgucken. Und ich weiß es, 90% schaffen es nicht, diese nachzumachen und 10% sind besser als ich. Geil. So, ansonsten haben wir keine weiteren Fragen mehr. Womit ich dann sagen würde, wenn du nichts mehr hast, können wir zu dem obligatorischen Abschluss kommen. Richtig, das ist cool. Gut, dann mache ich gerade mal kurz dein Screensharing aus. Und dann sind wir bei den Hübschen wieder nebeneinander. Meine lieben Zuschauer, lieber Sascha, euch und dir ganz herzlichen Dank fürs Einschalten, Zuschauen und auch dir fürs Präsentieren. War wie sonst immer von dir gewohnt, in einer super Tiefe, hat wieder richtig was gebracht. Bin auch froh, dass wir das später auf YouTube hochladen können. Da wird es etwa in so 1 bis 2 Tagen sein. Nächste Woche, Donnerstag, geht es um 19 Uhr auch wieder weiter mit Sascha. Und hier auch schon mal ein Tipp, wer den Sascha mal live erleben will, wie er vorträgt. Auf der Invest wird er auf der World of Trading Bühne für uns sein, in der Zugang Traders Lounge, und wird eine Dreiviertelstunde zu einem interessanten Thema referieren. Schaut gerne rein, kommt vorbei. Wir begrüßen euch auch immer gerne mit kostenlosen Tassen und einem leckeren selbstgemachten Kaffee von uns. So, dann würde ich sagen, Sascha? Ja, ich wünsche allen natürlich einen wunderschönen Abend. Kommt gerne vorbei. Also wie gesagt, ich bin auch immer gerne für Gespräche offen. Wenn du vielleicht an dem Punkt stehst, dass du dir das entweder gerade überlegst oder auch so wie der Bernd das gerade gefragt hat, ich kann dir da bestimmt ein paar Tipps zu geben, wie du
die Frage ein bisschen anders aufrollen kannst, vor allem nicht mit wie viel Prozent oder wie viel Prozent kann ich erwarten, sondern was muss ich tun, um zum Beispiel XY zu erreichen. Deswegen, wie gesagt, komm gerne vorbei. Wir können da auch bestimmt einen schönen Kaffee dann zusammen trinken, gucken mal drüber, dass wir dich da so auf den, oder wenn es irgendjemand anders möchte, dass wir euch da so ein bisschen auf den Weg kriegen. Ich meine, wenn ich es geschafft habe, werden es hunderttausende andere auch schaffen. Und in diesem Sinne, ja, wir sehen uns dann nächste Woche Montag wieder, ne? Jawohl, bis dahin Genau. wünsche ich einen schönen Abend und noch weiterhin positive Trades. Bis bald. Bis Ciao, ciao. dann, tschüss. Dir das Video gefallen? Lass uns gerne ein Like da. Wir freuen uns über dein Lob. Du möchtest regelmäßige Updates erhalten, wenn es ein neues Video gibt? Klick einfach auf Abonnieren sowie auf die Glocke. Denn nur mit der Glocke erhältst du auch eine Benachrichtigung, wann es ein neues Video gibt. Unsere Social Media Kanäle auf TikTok, Discord, Telegram, zu unserem Webinarprogramm findest du auf Linktree, der Trading Pit. Du möchtest wissen, wie auch du gefundet werden kannst, um erfolgreich an der Börse zu handeln? Geh einfach auf www.thetradingpit.com und hol dir alle Infos, die du brauchst.